Und das erwähnt Allah Ta'ala im Koran, also den Baghi, in der Allah Ta'ala in der Surah Al-Hujurat, er sagt: وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اِقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Und wenn sich zwei gläubige Parteien bekämpfen, dann schlichtet zwischen ihnen. Schlichtet. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى. Wenn aber eine gegen die andere rebelliert, also dennoch in diesem Zustand verbleibt, dann bekämpft die rebelliert, also die Unruhe verursacht. Das nennt man Al-Baghi. Und aus diesem Vers haben die Gelehrten abgeleitet, dass der sündende Muslim immer noch ein Muslim ist. Warum? Ja, er sagt, wenn zwei Gruppen der Muslime sich bekämpfen, wie hat er sie genannt? Min al-Mu'minin, er hat sie Mu'minin genannt. Wenn zwei Gruppen der Gläubigen, der Iman-Tragenden sich bekämpfen, aber ist nicht eine hier schuld? Ist nicht eine hier schuld? Es gibt eine ruhende, eine stille Gemeinschaft, dann stehen irgendwelche Leute gegen sie auf, bekämpfen sie. Also das ist eine Sünde. Das ist im schlimmsten Fall führt zum Mord. Warum im schlimmsten Fall? Warum im schlimmsten Fall? Weil das Wort, diese Begriffe, wie zum Beispiel Qatala, nicht immer töten bedeutet. Qatala bedeutet nicht immer töten. Habt ihr das Verb schon mal gehört? Qatala yuqatil. Ihr kennt es aus dem Hadith, den hatten wir am Anfang, im letzten Jahr. Umirtu an uqatila an-nas. Mir wurde befohlen, die Menschen zu bekämpfen, bis sie das und jenes tun. Was heißt Qatala? Heißt es immer töten? Kennt ihr den Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ihr betet und jemand an euch vorbei passieren will, was soll man dann machen? Faqatilhu. Heißt das, du darfst ihn töten? La, das darf, also das heißt, das Wort al-Muqatala muss nicht immer dieses Ausmaß nehmen. Aber jedenfalls, hier sagt Allah Ta'ala, er nennt sie Gläubige. Und das ist ein Indiz dafür, warum der Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Qitalul Muslimi Kufrun. Qitalul Muslim Kufrun. Wasibabuhu Fisq. Einen Muslim zu bekämpfen ist Kufr. Und ihn zu beschimpfen ist Fisk. Was heißt Kufr hier? Wir verstehen das im Lichte des Verses. Also das ist nicht etwas, was einem aus dem Islam führt.